Herzlich willkommen. Wir sind wieder bei Coral Island, haben das Baumflussfest hinter uns. Und ich entschuldige mich dafür, dass Avatar in der letzten Folge die meiste Zeit so nach oben geguckt hat. Habe ich leider auch erst hinterher gemerkt beim Rendern. Ich bin wohl irgendwie beim Aufnehmen unbewusst weiter im Stuhl runtergerutscht. Und ja klar, da das Ganze meine Bewegung trägt. Wenn ich denn unbewusst nach oben gucke, guckt natürlich auch der Avatar nach oben, das ist klar. Deswegen, ich rutsche mal im Stuhl runter, das ist furchtbar. So, versuche ich jetzt mal gerade sitzen zu bleiben. Wir kümmern uns auf jeden Fall jetzt hier weiter drum. So, irgendwas fertig, das nicht, das schon, das auch. Das nicht, das nicht, das nicht. Gut, das hier gießen wir erstmal. Brauchen wir unbedingt einen neuen Stuhl? Ich weiß nicht. Irgendwie rutsche ich da immer nach unten. Das ist furchtbar. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. So. Vor allem, das war aus zwei Punkten gar nicht gut, so runterzurutschen. Jetzt habe ich es nämlich im Nacken. Warum nicht gesund? Also, merkt euch, wenn es jetzt wie Moralapostel klingt, immer gerade sitzen bleiben im Stuhl. Das gibt Nackenschmerzen, wenn man schief sitzt. Oh, gut. Dem. So, füll auf hier. So. Ja, die müssen wir auch nochmal gießen. Die sehen so fertig aus, aber sind sie denn schon nicht? So, die sind fertig, die sind fertig. Den schnappt ihr mal die Sense. Dankeschön. Doppelte Ente. Ja, was will man mehr? Okay, wir wollen auf jeden Fall erstmal die Gießkanne voll machen. Ich will einmal gucken, damit wir mal so langsam in die Küche kommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was wir dafür brauchen. Wie viel Holz haben wir? Warte mal. Das war eine 61. Nehmen wir alles mit. Wir brauchen vermutlich auch Stein. Das verkaufen wir gleich. Stein haben wir, glaube ich, da hinten drin. So. Suki kümmern wir uns später. Ne, Stein hatten wir hier drin, ne? Jo, nehmen wir mit. Ich weiß nicht, was wir brauchen, aber ich will einmal. Warte mal. Das ist hier irgendwo, ne? Mal kurz gucken. Schreiner, genau da wollte ich hin. Was macht Suki beim Schreiner? Oh, na gut, ja gut. Einmal hier hoch, denn hier rum. Und das ist immer so ein Umweg, ne? Aber gut, ihr sagtet mir ja auch, wenn ich da weiterkomme bei der Entegöttin, dass wir uns porten können. Ja, aber erstmal, Suki, lauf nicht weg, wenn du schon mal hier bist. Ich mache heute ein paar grüne Smoothies für Valentina. Gestern war sie den ganzen Tag draußen, in der Sonne. Sie muss es ruhiger angehen lassen. Ja, den ganzen Tag in der Sonne gibt es Sonnenbrand. Ist nicht gut? Oh, danke. Ich weiß, Käfer. Jetzt will ich aber erstmal zum Schreiner. Und Schreiner, ich bin schon vorbeigerannt. Der Schreiner ist da, ist klar. Oh, Ade. Hier. Ich will das Haus vergrößern, damit wir an die Küche kommen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das Geld dafür haben. Wir sind jetzt bei 1337, aber werden wir gleich sehen. Ach, hier ist man einem breiten Lächeln vom Baumpflanzfest nach Hause gegangen. Und mit einem Sack voller Steine. Wir haben schon ein paar Stunden gebraucht, um die Steine für ihn auseinander zu sortieren. Ja, okay. Ich habe von etwas Wasabi gefunden. Hat der überhaupt Saison? So, Schreiner, Hausaufwertung. Okay, Bronzebahn brauchen wir auch. Steinholz hätten wir. Wir brauchen 10 Bronzebahnen. Und 5000 Münzen. Alles klar. Das können wir jetzt noch nicht machen. Aber gut zu wissen, damit wir mal in die Küche kommen. Schön wär's. Ich verlauf mich hier jedes Mal. Es ist ja furchtbar. Nein. So, jetzt muss ich gleich mal gucken, wie viel Bronze haben wir. Ins Geld kommen wir schon durch Verkauf und so. Das ist nicht das Problem. Aber wie viel Bronzebahn haben wir? Was war denn unsere... Wir haben einen Bronzebahn. Okay. Hier gehört das auch nicht rein. Wir gehen, glaube ich, erstmal in die Mine, würde ich sagen. Du kannst alles reinpacken. Sag mal. Ach,
passt nicht mehr. War das nicht vorher hier auch drin? Irgendwie ja, ne? Na komm, hau rein. Ich würde sagen, den Pilz verkaufen wir. Kohle kommt hier mit rein. Jo. Schön. Ich wollte eigentlich mehr weitermachen, aber gut, wir können nicht alles haben. Geben wir jetzt mal die Mine, unsere Ausdauer. Naja, ist nicht ganz voll, aber es geht, ne? Hauptsache, wir kommen erstmal an Bronze und so. Das muss sein. Die Mine war, eine gute Frage. Genau, hier lang. Ich kann mir das doch nicht merken. Ich spiele viel zu viel auf einmal inzwischen. Verliert man völlig den Überblick, wo was ist, was man in welchem Spiel machen muss. Das ist furchtbar. Aber einerseits habe ich auch Lust drauf, verschiedene Sachen zu machen. So. Dann Rinder. Wir machen natürlich noch 5 weiter. Hoffen wir mal, dass wir ein paar gute Kupferadern finden. Jo, zum Beispiel hier ist eine. Sehr schön. Ah, okay. Nein, du bleibst da vorne, ja? Dich will ich nicht. Auf keinen Fall. So, haben wir noch mehr? Bäh. Was ist denn das da? Warte mal. Nix, okay. Ja, das hätte vielleicht was zu bedeuten. So, dann skiff mir mal das Loch her, mein Freund. So kann das nicht sein. Das brauchen wir hier. Genau. Versuch mal, die Großen hier rauszuholen. Da ist es doch. Gerade sagen. So, das Raupi lassen wir mal Raupi sein. Seine stehen im Weg. So wie der Gute hier. Nicht. Okay, der steht auf jeden Fall im Weg. Hier haben wir zumindest noch Kupfer. Dankeschön. So. Zack. Na. Ah, gut, ausdauermäßig. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben ein bisschen Essen, aber... Ich hoffe, wir kommen mit der Zeit hin. Ich will nicht wieder zusammenklappen. Auf keinen Fall. Einmal reicht. Voll und ganz. Oh ja. Dankeschön. Häng hier doch nicht immer fest, mein Freund. Dankeschön. Man hat aber auch manchmal ein Pech mit den Dingern, ne? Mein lieber Scholli. Ah, vielleicht müssen wir den Donut erledigen. Aber jedes Mal, ne? Ah, okay. Komm mal her hier. Ich hing am Stein fest. So. Den nochmal. Dankeschön. Ich jetzt. Ich habe alle großen Steine weg. Ich dachte, das kann nur unter großen sein. Natürlich. Gut, gucken wir uns erstmal um, ob wir hier noch Kupfer und so finden. Kupfer ist momentan echt das Wichtigste. Na. Das. Kampfsystem habe ich noch nicht so ganz raus. Aber ich sehe hier auch kein Kupfer, ehrlich gesagt. Bäh. Okay, dann gucken wir mal. Hallo? Loch. Schön. Kann also nicht nur den Großen sein. Das ist schon das zweite Mal jetzt unter dem Kleinen. Haben wir hier Kupfer? Jo. Oh ja, das reizt ein Kupferparadies. Ach, die können durch die Steine durchglitschen. Okay. Gut, Kupfer.
Ufermäßig haben wir ja gut was gekriegt. Da kann man sich nicht beschweren. Aber ich würde auch gerne mal mit den Ebenen weiter. Wir sind auf 8. AO-Zeit geht noch. Alter. Ich weiß nicht, wie ich ihn ziehen soll. Okay. Gut. Gibt, glaube ich, Schlimmeres. Alles klar, dann mach ich mal durch. Haben wir noch irgendwo was rumliegen? Ne. Den gib mir mal den Loch her. Das wäre sehr, sehr schön. Na, wo haust du denn hin? Ess mal. Hier, gegrillter Fisch, genau. Ist lecker und nahrhaft. Naja, so nahrhaft mal auch nicht, aber einer geht noch. So, jetzt hau mal weg hier. Wo haust du hin? Ja, jetzt habe ich wieder... Das ist ein schöner Pech. Mit dem Loch. Ich glaube, bis 18 wäre ja schon ein paar Mal gekommen. Ne? Und dann geht es immer los, dass man das Loch nicht mehr findet. Ich muss echt mal Sprengstoff mitnehmen oder sowas. Anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Oh, da wird die Ausdauer wieder niedrig. Erstmal. Ja, und jetzt rennt uns auch die Zeit davon. Das ist eine schöne Mensch. Aber gut, wir haben zumindest ein bisschen Kopf. Zusammenklappen werde ich hier allerdings nicht. Definitiv nicht. Wow. Wow. Okay. Wir haben so ein bisschen noch hingeschafft. Mensch, ist hier denn zumindest Kupfer? Also Kupfer sehe ich ja jetzt nicht auf den ersten Blick. Vielleicht ist hier ja das Loch in die nächste Ebene. Aber cool immerhin. Ah, okay. Vielleicht hier noch ein Baumsamen. Mal gucken. Nicht, dass wir hier zusammenklappen. So, noch einer. Ich muss auch ein bisschen die Uhrzeit im Blick behalten. Wir müssen hier gleich raus. Da ist es doch. Sehr schön. Wir haben es immerhin bis Ebene 10 mal geschafft. Wow. Was ist denn das? Der Temporing. Was ist ein Temporing? Warte mal. Lass mich mal kurz ins Inventar. Karte, Herstellung, Quiz, Stadtbewertung. Temporing. Erhöht das Werkzeugnutzungstempo. Gut, ja, warum nicht? Bitte? Okay, wir können beim nächsten Mal hier weitermachen. Das ist schon mal schön. Ja, dann gehen wir erstmal raus. Ein bisschen Kupfer hatten wir. Und das ist das Wichtigste. Na, Junge, wirst du wohl aufhören, hier überall festzuhängen? Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, ich bin zu doof zum Laufen. Habe ich den Eindruck. So, warte mal, wir brauchen auch Kohle dafür, ne? Und Kohle haben wir. Was ist denn das? Nahrungssuche haben wir Level 2 erreicht. Okay. Und hier? Tauchen haben wir auch schon. Kann ich hier Punkte verteilen? Ja. Erhöht das Sprinttempo. 15% Steigerung.
7% Chance auf bessere Qualität und Chance, doppelt so viele Gegenstände einzusammeln. Bessere Qualität ist besser, ne? Jo. Und hier? Doppelt so viel Seetank zu ernten? Chance im Müll seltene Ressourcen zu finden oder erhöht die Chance, Artefakte zu finden? Das nehmen wir. Brauchen wir nämlich fürs Museum. So, einen Moment. Wir brauchen einmal hier. Wie viel Kupfer haben wir? 19. Ist doch nicht so viel, wie ich dachte. Aber nimm raus da. Hier. Nimm die Kohle mit. Dann gucken wir mal, wie viel wir da reingeballert kriegen. Okay, mehr haben wir nicht. Ja, bis heute gar nichts. Ne, wir brauchen ja auch erstmal das Geld. So, den schmeiß das wieder rein. Das wieder rein. Den haben wir auch hier drin. Und die Steine hatten wir hier irgendwo drin, ne? Glaube ich. Irgendwie da. Jo. Alles klärchen. Post haben wir auch noch. Grüße, Norslein. Hallo, Jungspund. Mir ist aufgefallen, dass der Aufzug für den Erdschacht jetzt bis Level 10 fährt. Ich weiß, das ist dein Werk. Da du dich würdig erwiesen hast, besiege 30 Monster und komm in unseren Gildenraum vorbei. Wenn du fertig bist, das ist deine Aufnahmeprüfung. PS, es ist in meinem Haus. Okay. Besiege 30 Feinde. Ich habe vergessen, neu anzupflanzen, ne? Aber ich glaube, das lohnt sich jetzt eh nicht mehr. So. Auch wenn wir es wieder besser wissen, wir gucken mal, ob es was Neues gibt. Mit Jeff Smith, ja? Ah ja, Sprösslinge, Riesenschrittensprösslinge, Feldfrüchte welten für gewöhnlich am Ende einer Jahreszeit. Wissen wir? Schreibt am besten mit. Frühling 28 ist der letzte Frühlingstag. Jo. Wissen wir. Wettervorhersage, wir haben morgen einen sonnigen Tag und Tierkanal. Willkommen zur Animalia. Willkommen bei Animalia. Mein Name ist Paul und ich bin Anne. Jo. Wir sind nach Coral Island gezogen. Zusammen mit unserer Tochter Sui. Squen dabei zu machen, der auch als Paradiesvogel bekannt ist. Der Name Paradiesvogel kommt von Anne. Hörst du das? Da drüben, Anne. Das ist der prächtige Zendrawasch. Auch als Paradiesvogel bekannt. Warum heißt der Paradiesvogel, Anne? All diese Vögel nur auf Inseln wie Coral Island vorkommen. Findest du nicht auch, dass diese Insel ein wahres Paradies ist? Definitiv. Wegen ihrer Schönheit glaubte man örtlichen Legenden, dass die Vögel Boten der Göttin sind. Dumme Menschen, niemand wacht sich aus hübschen Vögeln. Wo sind die Aufnahmen vom holzigen Großhorn? Ja, hatten wir schon. Alles klar, das mit dem Großhorn kommt mir bekannt vor. Wir gehen schlafen, würde ich sagen. Oh, Steintore, Steinzaun und Steinbodenplatte. Na, da kommen wir ja langsam mal an die richtig... Ah, guck mal, gab auch ein bisschen Geld. Aber es wäre schön, wenn wir auch mal wieder Regen hätten, ne? Immer so zur Abwechslung, meine ich. So, wir müssen trotzdem weiter in der Mine. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, insgesamt 5 Barren. Wir brauchten 10, ne? Ja. Gut, eins nach dem anderen. Das ist fertig. Das müssen wir noch gießen. Das müssen wir noch gießen. Das ist fertig. Okay, ich glaube, ich... Ah, wir haben aber auch nur noch 5 Tage, ne? Ich glaube nicht, dass wir da noch was haben. Sprössling, sieht aus, als wärst du jetzt bereit dafür. Das hier ist der Basissprinkler. Platziere auf dem Feld und erwässert einige deiner Feldfrüchte. Und das Beste daran? Du kannst so viele davon fertigen, wie du willst. Vorausgesetzt, du hast die Materialien. Das ist die Frage, wie viel bringt der? Einmal rum? Das ist schon nice. Ja, ja, aber... Atmen? Nein, nun... Pack mal weg hier, mein Freund. Gedanke, ich wollte was gucken. Herstellung. Ich glaube, wir brauchten dafür nämlich Materialien, die wir nicht hatten. Da. Genau, silbernen Seetank. Aber der ist schon nice. Warte mal, den pflanzen wir hier rein. Die haben wir zumindest schon mal einen. Bitte. So, das Ding ist fertig. Ja, ich guck gleich mal, ob wir für die letzten 5 Tage noch was finden. Den müssen wir gießen, den auch. Der ist fertig. Sollte vielleicht auch mal gucken, bevor ich alles verkaufe, ob das zur Ente göttin muss, ne? Oder Museum oder so.
Wir gießen jetzt erstmal das. Wir hätten auf jeden Fall 4 freie Felder. Dem. So, füll einmal kurz auf. Den einmal googeln. Ich komme hier immer durcheinander mit dem Inventar. Ich weiß auch nicht warum. Das müssen wir auf jeden Fall nicht. Das auch nicht. Okay, das können wir getrost verkaufen. Wir brauchen Geld, wir gehen trotzdem einmal in die City und gucken da jetzt nach. Ah, er müsste aufhaben. Wenn ich mich noch recht erinnere, hat er Mittwochs zu. Und ich sollte mir wirklich mal angewöhnen, hier alles mitzunehmen. Wirklich. Ach ja, um 9 Uhr. Stimmt, ich vergaß. Das wollen wir jetzt nicht. Ist ja gleich soweit. Ich vermute mal, Suki ist oben. Ja. Aber wir haben jetzt eh nichts für sie. Wir wollen jetzt einkaufen. Und Mülltonnen und so sollte man auch durchstöbern. Müll. Wer hätte gedacht, dass man aus einer Mülltonne Müll kriegt? Das ist auch eine, ne? Die übersehe ich jedes Mal, glaube ich. Müll. Ich muss gestehen, ich bin kein großer Freund des Frühlings. Der ist einfach nichts für mich. Ich kann dich verstehen. Ich fühle genauso. So, denn gut dann auf. Die. Was denn nun? Irgendwas passt denen hier nicht. Wir müssen unbedingt die Cornflakes besorgen, die Eiche so gerne mag, Liebling. Wir haben nicht mehr viel davon. Vielleicht nimmst du gleich mehr. Sie sind ja im Angebot. Mache ich. Wie sie da immer rumstiefeln. Schön. Ich denke, Juri hat danach gefragt. Aber ich erinnere mich nicht mehr an die Marke, die sie mag. Ich kaufe ihr einfach diese. Und noch etwas Süßes, falls es die falschen sind. Und was hat Suki für Probleme? Bist du dir sicher, dass du den Preis für diese Zimtschnecken nicht senken kannst? Du weißt doch, dass ich ein Gras für das Gasthof einkaufe. Und nebenbei bemerkt, wohnst du dort? Wenn du vorhast, regelmäßig so viel davon zu kaufen, dann können wir bestimmt etwas ausmachen. Aber ich muss zuerst mit Sam drüber reden, damit auch sicher alles in Ordnung geht. Das klingt gut. Ja, gut. Falschen im Supermarkt. Sam ist voll am Abdrehen da. Hey, was machst du? Das gehört mir. Nein, nein. Ich hab's zuerst gesehen. Was redest du da? Ich bin zuerst durch diese Tür gegangen. Klar, das bist du vielleicht. Aber ich war ganz sicher hier, genau vor dem Regal. Und das vor dir. Ha, du und dein begütetes Damenbein, niemals! Du weißt, dass ich mich fit halte, indem ich mich um meine sehr gesunde und ertragreiche Farm kümmere. Nicht wie das, das du vor deinem Haus hast. Nicht wie das, was du vor deinem Haus hast. Wie auch immer. Du diesen Fleck Unkraut nennen willst. Mai, oh mai, oh mai. Er holt schon Ersatz aus dem Lager. Meine Damen, das reicht. Ihr provoziert einen Aufstand. Hier, bitteschön. Ich habe hinten noch ein bisschen Aramantmehl gefunden. Das sollte genug für euch beide sein. Schön zu hören, Sam. Wusste ich doch, dass ich mich immer auf dich verlassen kann. Dann nehme ich eine Tüte voll mit diesem Mehl. Mei, oh mei, streiten wegen Ware. Das Traurige ist, es gibt es auch in der Realität. Hab ich schon gesehen. Leute kloppen sich im Laden, weil einer dem anderen irgendwas von der Nase wegkloppt. So, Sim, was hast du denn so Schönes?
4 Tage, wir haben noch 5, ne? Nee, warte, ich muss mal kurz was gucken. Wir sind an Tag 23, ja, wir haben 5 Tage. Gänseblümchen würde gehen, die würden gehen, die würden noch gehen, die nicht. Weil das ist mir zu knapp mit dem letzten Tag. Und das sowieso alles nicht, okay. Mit dem Steckrüben, da wir 4 Felder frei haben, würde ich sorgen, auf nur einen haben, komm, passen ja nur 8. Ah, auf einmal, so einmal 18. Und dann nehmen wir nochmal 8 extra, würde ich sagen, oder? Jo. Warte mal, wir hatten 18, ne? 19, 20, 21, 22, ich komme hier schon durcheinander. 23, 24, müssen 26 sein. Nein! Oh, jetzt haben wir einen zu viel. Egal. Egal, was soll der Geiz? Kann man nächstes Jahr pflanzen. Mir juckt die Nase. So. Und das Geruckel hier zwischendurch ist nicht meine Schuld. Das liegt am Spiel. Müll. Aber wir hatten auch schon Fisch. Daher weiß ich, dass es auch andere Sachen gibt. So, dann pflanz mal an, das Gedöns. Einen Moment. Da. Das sollten wir zumindest noch fertig kriegen. Gießen machen wir gleich. Erstmal hier raus sammeln. Reicht eh nicht für alle Felder. Das war mir halt zu teuer. 2 zu viel haben wir, oder? Ne, 1. Wie gesagt, das war der Doppelklick gemacht hat. Naja, gut, passiert. So, einmal müssen wir natürlich gießen. Der wird am nächsten Tag automatisch gegossen. Wir brauchen unbedingt mehr Seetank. Wir brauchen aber auch mehr Kupfer. Ah, gut, müssen wir mal gucken. Es ist ja schon reichlich spät. Aber ich glaube, wir gehen trotzdem mal in die Mine. Wir werden zwar nicht runterkommen bis 15. Aber das ist egal. Hauptsache, wir kriegen noch ein bisschen Kupfer. Ein bisschen Ausdauer haben wir ja auch noch. Hauptsache, wir kommen an. Wir brauchen 10 Barren. Ich will endlich die Küche. So, die Rose hier. Die kannst du mit verkaufen? Yep. Nein, den Müll natürlich nicht. Kommen wir mal voll hier. So, wo haben wir unseren Müll drin? Hier nicht. Hier, ne? Jo. Die passen natürlich nicht. Die schmeißen wir mal hier mit rein. Können sie zwar nicht, tun wir aber. So, ich weiß. Wir haben schon Männer durch. Oder fast durch. Wir gehen trotzdem nochmal in die Mine. Vielleicht haben wir noch 1, 2 Ebenen. Es geht um Kupfer. Und das brauchen wir unbedingt. Aber ganz dringend. So, schön. Wir fangen auf 10 an. Natürlich, natürlich. So, die hatten wir geöffnet. Schade. Ich hatte gehofft, die füllt sich wieder auf. Ist aber nicht der Fall. Vielleicht gibt es hier noch ein bisschen Kohle. Nö, Erde. Nö, wir sind auf Ebene 10, alles klar. Ich dachte, das gab gerade 10 Erde. So, haben wir noch Kupfer? Es wäre schön. Nö, aber gelbe Blubbels. Sag mal. Was bist du für ein Stinker? Ich habe keine Ahnung. Verfluchtes Fragment. Okay. Kein Kupfer? Echt nicht? Doch, da oben. Da oben. Tagchen. Viel ist ja nicht an Kupfer, ne? Aber wenigstens etwas. Ja, diese Adern, die geben immer so schön viel, aber die haben wir ja so gut wie nie.
Aber kriegen wir vielleicht noch eine Ebene hin? So. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vielleicht... Kann sagen, da wo mehrere Steine auf dem Haufen sind, ist, glaube ich, die Chance höher auf das Loch. Hoffe ich zumindest. Da ist noch Kupfer. Sehr schön. Die Zeit rennt aber auch mal so in der Mine. So, das hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Ah, Ausdauerpass noch. Lass mich mal durch hier. Da ist übrigens auch eine Kupferader, sehe ich gerade. Die nehmen wir natürlich mit. Kommt zumindest mal ein bisschen mehr raus. Auch wenn es leider nicht genug ist. Hier ist noch so ein Uka-Buka-Hannester. Dankeschön. So, mehr Kupfer sehe ich hier aber nicht. Mäh. Okay, versuchen wir hier nochmal einen größeren Stein ansammeln. Den hier nochmal. Da ist es doch. Was habe ich gar nicht gesehen? War das in deinem Kupfer? Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Okay, hätten wir hier vielleicht noch Kupferader oder so? Hm, vielleicht hier unten? Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich, okay. Das ist natürlich nicht schön. Sag mal, ich hänge hier auch an jedem Stein fest. Aber auch wirklich an jedem. Ne, hier ist gar nichts. Was ist denn das für eine enttäuschte Ebene hier? Achso, die Ausdauer. Achso, wegen 18 Uhr Nacht. Okay, wollte gerade sagen. Hier ist aber auch nicht. Ich glaube nicht, dass es hier ist, ehrlich gesagt. Hier haben wir noch größere Steinansammlung. Kupfer gibt es gar nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Da ist es. Das ist echt schön. Ebene 14 sind wir. Halt, da ist Kuba. Hier, wollte ich eigentlich nicht, aber erstmal. Mal Kupfer muss mit. Wenn ich, gerade sagen, hier nicht festhängen würde. Hier rein? Nein. Was ist das? Ingwer? In der Höhle? Okay. Na gut, mehr ist ja auch nicht. Kupfer. Ah, da habe ich jetzt auch nicht gesehen. Was kann natürlich auch sein, dass ich alle übersehen habe. Das ist ja sehr schön. Mensch, mal muss man ja auch Glück haben. Wunderbar. Jo. Gut, weiter brauchen wir jetzt hier auch nicht machen. Aber wir sind immerhin... Ich kann noch mal kurz gucken, ob hier Kupfer ist. Oh ja. Immerhin auf Ebene 15 angekommen.
So, das würde ich mir gerne noch mitnehmen. Dann gebe ich aber raus. Schön. Können wir nächstes Mal hier am 15 weitermachen. Gut, dann kommen wir jetzt endlich mal runter an der Mine. Das ist doch halt ein Träumchen. Aber wie gesagt, ich möchte hier auch nicht zusammenklappen. Auf keinen Fall. Und ich sehe auch gerade, ich habe schon wieder die Zeit vergessen, aber ja gut, man kann nicht alles haben, ne? Das ist halt manchmal so. Das geht schneller, als man denkt mit Soulfigesen. Besonders wenn man so wie ich am Datteln komplett vergisst, auf die Uhr zu gucken. Aber ich denke mal, das geht euch auch manchmal so. So, wir brauchen einmal Kohle. Gib mal her hier. Nimm mal mit. Hier, die drei kannst du auch mitnehmen. Obwohl, hätten auch drin bleiben können, aber egal. So, ein paar kriegen wir zumindest drin. Ja. Kann er wieder 5 Stück machen. So, hau rein. Hau die wieder drin. Erdgeode. Ich glaube, dafür haben wir die extra Kiste. Ingwer. Ich weiß nicht, was ich mit Ingwer soll. Das ist wahrscheinlich ein Museum. Mal gucken. Hier, die Geode kommen erstmal hier mit rein. Und die Steine hatten wir hier drin. Eine Ordnung hier, ne? Schleim. Boah, warte mal. Müssen wir das? Einmal kurz. Das müssen wir definitiv bei der Entegöttin abgeben. Das nicht. Das ist Essen. Das ist gut. Das behalten wir mal. Ein Holz haben wir noch. Ein Monster als Beute. Sieht verflucht aus. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll, aber da steht nichts von, dass wir es irgendwie spenden müssen. Schmeißen wir erstmal hier mit rein. Genauso wie das. Und Holz haben wir ja eh schon drin. Alles klar hier. Der kann wo sich hinbrutzeln. Das wird hoffentlich fertig. Nicht, dass ich mich da jetzt verrechnet habe. Ja, dann gucken wir uns mal wieder die Wiederholung im Fernsehen an. Coral Shopping. Ah ne, das ist Mixer. Ja, dafür brauchen wir erstmal die Küche. 2250, ich hab's gerade gesehen. Sind die nicht ganz dicht? Morgen wird's doch nicht. Sag mal, kriegen wir überhaupt noch mal wieder Regen? Egal. Schlaf jetzt. Das ist ja nicht mehr normal hier. Beziehung zu Suki Plus. Das siehst du mal, weil wir mit ihr geredet haben, ne? 1031 verdient. Na, guck mal, wir nennen uns dem Haus sehr großen Ort. Das ist sehr schön. Dim, dim. Gut, denn. Sind wir vorher am Ende? Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und natürlich geht's die nächste Folge wieder weiter. Tschüssi!